Ich dreh mich, bis ich kotze. Kotze, kotze, kotze. Buah. Oh Gott, oh Gott. Mir ist so schlecht. Oh, ein Wolf. Hallo, Wolf. Soll ich dich töten? Dack! Batz! Oh, du warst alleine. Du bist aber nicht. Ich mag Wölfe nicht. Ich habe das Update damals gehasst, als sie diese verkackten Wölfe eingebaut haben. Da gab's doch diesen Better Than Wolves Mod dann damals. Die gezeigt hat, was man sonst hätte einbauen können, anstatt Scheißwölfe. Ja. Ja, den gibt's heute auch immer noch. Ja. Der war schon ganz gut, der war schon ganz gut. Oh Gott, ich brauch so viel Holz, Marco. Das wird 10 Folgen dauern. Ich weiß, ich hätte es automatisieren können mit irgendeiner Baumfarm, aber das ist auch wieder so viel Arbeit. Bis dann habe ich das ja so gesammelt. Logisch. Oje. Ruckel, ruckel, ruckel. Was brauche ich denn für den Mining Laser? Viel Industrial. Ja, aber können wir uns den leisten? Weil mit dem kann man doch so geil weglasern nach oben, oder? Ja, aber das Ding ist halt, dass da der Wald anfängt dann zu brennen. Dimension? Mit hohen Bäumen? Ja, das wäre dann wurscht, ja, aber... Das wäre dann wurscht. Da hast du recht. Also wegbrezeln wäre schon cool. Ja, ich muss mal gucken, jetzt hier nochmal ein 64er Stack, aber das wird echt Jahre dauern. Sich 10... Ne, 20 Bäume abfällen. Ich bin beim zweiten jetzt gern. Ätzend. Oh Gott. Also, ich glaube, statt das zu farmen, wäre es eigentlich besser, eine automatische Holzfarm zu bauen. Ich glaube, das wäre intelligenter. Da kenne ich aber die Rezepte nicht. Mach dir nichts, dann schaust du dir halt an. Ja, jetzt stehe ich ja so AFK nur rum. Ich muss ja im Wiki nachschauen. Ja, dann kannst du was anderes machen. Dann schaust du und machst nächste Folge. Fauler Adam. Das war ich eher eine Anspielung, dass du das machst. Ja, ich weiß, weil ich alles machen soll. Ja, ich muss auch aufnehmen. Ja und? Muss ich immer aufpassen, dass ich eine Hose anhab und so. Ist schon schwer auf F9 zu drücken, gell? Ich muss hier das schwere Kondensatormikrofon vor mir haben, damit ich besser klinge. Muss aufpassen, wie ich atme. Das schwere Kondensatormikrofon. Die ganze Zeit machen hört. Das schwere Kondensatormikrofon, wo du einen Ständer dafür hast extra. Ja, aber ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht nach hinten setzen und mich entspannen. Die ganze Zeit in verkrampfter Position nach vorne sitzen. Ja. Schätzt du gar also, nicht, was ich hier für dich tue. Tuten. Ich hab ja Hunger. Ich glaube, du brauchst eine Massage, brauchst du. Nicht von dir, Marco. Nicht von dir. Das klang gerade komisch. No. Das habe ich nicht gemeint. Und so auch nicht gesagt. So eine Thai-Massage. Da wirst du durchgeknetet. Nein, diese anderen, weißt schon. Die auf diesen Hamsterseiten immer. Ein paar werden es jetzt checken und sich den Arsch ablachen. Und die anderen denken sich nur, da fuck. Ja, ja. Jetzt habe ich mich in das Ding abgerissen, scheiße. Ah ne, er ist eh fertig. What da? Okay, ne. Dann stellen wir uns hier wieder in die Mitte. Dann meine ich noch den Baum hier fertig. Der ist ja gleich fertig gemacht hier. Jetzt brauche ich endlich diese verkackte Gate, das gibt's doch wohl echt nicht. Lob da jetzt raus. Oh Gott, halb fertig erst. Aber das finde ich echt ganz gut, dass das so lange dauert. Das ist eigentlich echt in Ordnung, finde ich, von der Zeit her. Sollten viele andere Sachen, finde ich, auch noch so lange dauern. Ja. Ja, Mann. Cool. Gott, das ist so krass, diese Riesenwälder, die laggen halt so, wenn die ganzen Blätter da verschwinden. Ja, ich weiß schon. Okay, wie viel haben wir? Ja, reicht eigentlich für fast gar nichts, aber...
Kein Wunder, dass wir Menschen den Urwald so abfällen. Ich habe gerade hier so eine riesen Lichtung reingemäht und das bringt mir gerade mal so ein Steak Barrels. Kann ich voll verstehen. Okay. Very good, very good. Ich habe noch nicht mal die Bäume nachgepflanzt. Ich Ratte. Doing, 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 doing. Hier kommen wir in die Industriestadt. Steigt schon der Dampf auf hier aus unseren Kesseln. Ah, wir sind cool. Das ist cool. Gefällt mir. Netherrex. Wo ist ein Netherrex? Ich brauche einen Netherrex. Soll irgendwo ein Netherrex sein? Da ist einer. Oh no. Du verkackter Ring. Steht doch nicht. Es reicht noch nicht mal für einen Stack. Krass. Drei Bäume mussten dran glauben. Du Armer. Marco, ich glaube, der Server laggt. Glaub nicht. Das üben wir noch. Da kommt dann so eine Antwort. Nein, Mongo. Was hast du für einen scheiß PC? Oh. Das haben wir jetzt auffällig, Mongo. Ich hab grad Thunder angemacht, okay? Hast du nicht gesehen? Doch. Ja, ich glaube, das ist so das Einzige, wo wir hier wirklich cheaten können, weil der Regen geht einfach auf den Sack vom Sound her. Ich finde, das nervt immer beim Reden in Let's Plays oder so, wenn da das Regengeräusch im Hintergrund ist. Also es gibt schon echt schlimmere Leute. Ich weiß nur, wie du erzählt hast, die eine letzte Folge da. Ja. Also Regen ist echt wirklich so ein Geräusch, das in Minecraft, das kann man auch irgendwie nicht regulieren, richtig? Das ist immer laut. Also man hört eigentlich nichts mehr vom Spiel, aber den Regen hört man immer noch. Deswegen, da bescheißen wir jetzt halt hier mal ein bisschen so. Da kommt der Regengott. Dann Marco führt seinen Anti-Regentanz auf und. Huya chaka, huya chaka, huya chaka, huya chaka, huya chaka. Ich glaube, wir haben hier ein Problem, weil es wird ja hier, wenn eine Pipe ist, wird sie sich damit verbinden. Ah ne, es geht ja gar nicht da rein, glaube ich. Naja, hoffen wir mal, bevor ich hier eine ganze Wand Barrels aufziehe und dann funktioniert es nicht. Bei mir funktioniert es gerade auch nicht, weil das scheiß Gate immer noch nicht fertig ist. Also irgendwas machst du falsch, so lange hat es nicht gedauert. Doch, ich musste erst einen Chipsatz machen und dann aus dem Chipsatz ein Gate. Dauert 100 Jahre. Du Armer, Marco, du Armer. So, hier sieht man es auch gut, hier sieht man es auch gut. Das ist schön, das ist schön. Genau, wenn man dann hier in der Mitte steht, also das testen wir jetzt auch mal. Dann gehen wir hier ganz an die am Rand. So. Doing, doing, doing. Ja, perfekt. Das ist gut, das ist gut. Und da ist ein Creeper gespawnt, du Scheißviech. Komm jetzt her. Oh, es ist Nacht. Und da ist ein Creeper, mitten in der Stadt. Gut gemacht, Mann. Zombie. Gut gemacht. Ja, du bist nicht im Bett. Ja, ich sehe das nicht. Du musst das auch manchmal sehen, wenn du oben bist. Hast du keine Uhr, oder was? Du vertraust viel zu sehr auf mich hier, dass ich das richtig mache. Nein, jetzt liege ich doch im Bett. Ganz ich wollte nur schauen, nicht, dass der Creeper jetzt in die Nähe kommt. Dann heißt es auf einmal Spum und wir fliegen beide in die Luft. Spum. Biatch. Surprise, Motherfucker. Mein Geld. Da, jetzt muss ich hier ausleuchten. Ja, es ist fertig. Ja, yeah, Baby. Ja, yeah, Baby. Es ist fertig. Oh, Baby, Baby. How was I super? Genau. Randa. Stellen wir es ein.
Redstone-Signal an. So. Dann hier das noch so. Warum gibt es jetzt kein Signal ab? Soll ich kommen? Warte, ich ziehe noch hier die Reihe. Ah, jetzt geht's. Für die komplizierten Sachen braucht er mich dann wieder. Sehr gut, sehr gut. Funktioniert. Jetzt juckt mein Auge. So. Öla, Palle, Ma Blanca. Also, jetzt müssten wir wieder imstande sein, Lava zu produzieren. Ne? Sehr nice, sehr nice. Hitze und taugen mir. Jetzt haben wir auch zwei dicke Tanks, gell? Jetzt haben wir zwei dicke Tanks, Alter. Zwei dicke Orgis. Jo. Upp. So. Genau, ja, jetzt sind wir in der Lage, wieder Dings zu produzieren. Hast du schön gemacht. Der ist symmetrisch. Abgesehen von der Redstone-Maschine. Na egal. Na wobei, warte mal. Hier ist noch eine Kleinigkeit, sehe ich gerade. So. Wenn ein Crucible ein Signal macht, dann wird das Redstone das Ding runtergehen und sich halt hier 50-50 aufteilen. Sonst kann er dann ins Ding gehen, wo es nicht gebraucht wird, sozusagen. Ja. Da wird es irgendwann rausploppen. You know? Schauen wir mal. Einen Moment. Also, ja, dürfte eigentlich nicht so wirklich passieren, kann aber irgendwann passieren, theoretisch. Weil schon, wenn es die ganze Zeit dann immer nach links geht, obwohl die rechte das Signal schickt, dann wird es voll sein. Aber ich, ja, dürfte jetzt nicht so schlimm sein, dass... Ich war schon. Jump. Ich brauche hier nichts mehr. Da braucht man Pipes. Ah ja, Pipes habe ich hinten reingelegt. Das würde ich gerne testen. Ne, warte, die Decke. Staudamm, jetzt ist es symmetrisch. Sehr schön. Warum ist deine Tank voll und der andere nicht? Ja, das ist nicht symmetrisch. Wir haben noch ein Stack. So? Ja? Schau mal, wie viel Lava da drin ist, Mann. 5000 okay. Liter. damit machen wir ungefähr... wie war das? Ich glaube, damit kann man 4 Queries den ganzen Tag... also komplett von oben nach unten durchlaufen lassen, irgendwie so. Naja. Also das, was wir jetzt schon unten haben, das kann man damit machen. Naja. ganz schön lahm. Ja, 4 Queries. Gar nicht so viel. 4 Queries sind endviel, Mann. Naja. Oh, verdammt. Oh, da Funk. Ich glaube aber hier mit dem kleinen Tank, mit dem Kreosit Oil, das ist, wenn man es in so ein Dings reinhaut, in so ein Boiler, gell? Ja. Der auf Max aufgeheizt ist, das ist, glaube ich, dann so viel wie 5 so Lava-Tanks oder so. Das müssen wir echt mal verwenden und dann halt mal den ganzen Kohle da reinwerfen. Ja, dann schnibbel ich hier an der Stelle wieder.